Willkommen bei mir im Schlosser Toto beim Clan Bettis. Ja, natürlich ist meine Stimme nicht weg, aber ich will euch das Rätsel denn doch mal lösen, warum das letzte Video einfach ohne Worte hieß. Und immer wenn ich so anfange zu erzählen, so nach dem Motto, Alter, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, dann dauert es immer ein bisschen und im Discord liefen dann die Leute alle den Kanal, weil Toto fängt dann mal an, richtig aus der Pauke zu hauen. Also der Samstag fing ja schon, oder beziehungsweise der Sonntag fing ja schon schlecht an, eine Stunde weniger zu schlafen, habt ihr ja auch sicherlich. Ich suche einfach mal einen Gegner mit meiner Erdlufttruppe hier und dann habe ich gedacht, jetzt machst du heute einfach mal einen Stream. Also ich wollte sonntags abends ein bisschen mit euch streamen, so 18, 19 Uhr hatte ich mir so überlegt und habe so tagsüber beziehungsweise so um Mittag rum noch mit einem Streaming-Kollegen ein bisschen an der Streaming-Software rumgespielt und ein paar Veränderungen gemacht und musste allerdings um 16 Uhr arbeiten. Also ich musste tatsächlich am Sonntag um 16 Uhr ein bisschen was arbeiten, habe gedacht, ach komm Toto, Stunde dauert das und dann machst du von 17 bis 18 Uhr machst du noch eine schöne Folge für einen Montag. Und 19 Uhr fängst du an zu streamen, ja. Und dann fingen wir an, ne? Und dann waren wir das erste Mal fertig um 21 Uhr. Und dann hörten die Probleme immer noch nicht auf. Und dann waren wir das zweite Mal fertig um 22.30 Uhr. Ja, 22.30 Uhr war das ganze Ding dann, oh, den nehmen wir mal mit hier, war dann das ganze Geschichte. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, von wo ich reingehe. Kleinen Moment einmal, ich glaube, ich gehe mal von hier rein. Ja, Die Kombi habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die habe ich so ein bisschen bei Bika geklaut. Der hat mir in den letzten Tagen mal immer angegriffen. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Die Kombination hier, vor allen Dingen mit den Loons. Und jetzt gucke ich mal, jetzt kann ich die hier nämlich schon so ein bisschen droppen. Da kommt von hinten eine Falle raus. Okay, ja, also 22.30 Uhr waren wir dann fertig. Und dann ging das, dann war ich irgendwann mal so an den Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Toto, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr hinsetzen zum Stream. Und denn jetzt ist viel, viel zu spät, aber eine Folge wolltest du noch machen, ja. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Folge machen, in der Tat. Und ich konnte nun nicht mehr reden, weil meine tiefe Stimme dann hier, wenn hier dann andere schon am Pennen sind, ist natürlich ein bisschen doof. Also habe ich gedacht, nimmst du wenigstens was auf? Dann nimmst du wenigstens was auf und jetzt muss ich mal eben gucken, wie wir das hier weiterverfolgen. Ich muss ja irgendwie meinen King jetzt gleich mal in die Mitte kriegen. So, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hinten rein mit den Minern. So sieht das noch ganz gut aus und dann können wir die Queen mal ein bisschen durchragen. Ja, und so ist diese Folge eigentlich entstanden. Also ich konnte dann nicht mehr ganz so viel quatschen. Und habe dann letztendlich gedacht, komm, dann machst du die Folge nur mit Mucke, wenn du schon nicht mehr reden kannst hier. Und dann wird das sicherlich noch was. Jetzt muss ich immer meine Miner ein bisschen durchheilen hier, dass sie ein bisschen noch was haben. Und hier hinten, was können wir dann hier hinten eigentlich machen? Hier können wir auch nochmal alle in Wut bringen. So, ja, und so ist das Video entstanden. Also es geht mir gut, meine Stimme ist da, gar keine Frage. Und deswegen gibt es auch für euch heute so eine kleine Update-Folge. So ein bisschen hat sich ja hier getan. Bei Clash of Clans zumindest. Oh, wieso ist denn der Adler immer noch da? Okay, jetzt ist der Adler nicht mehr da. So, ich glaube, den Heilzauber, den kann ich mir sparen. Den brauche ich nicht mehr. Dann kann ich hier mal meinen Clean-Up-Bogi setzen. Dann brauchen die hier nicht ganz so weit nach außen. Dann habe ich zumindest jetzt auch wieder eine Liga. Ja, Liga und Stimme, also passt alles. Alles wieder gut bei mir. Und heute Abend kann ich natürlich wieder aufnehmen. Ich nehme ein bisschen eher auf und... Aber auch hier spielt sich halt viel bei mir in den Abendstunden ab. Oder auch, so, den haben wir auf 0. Oh, den haben wir sogar auf 100%. Okay. Ja, sogar auf 100. Alles klar. Ja, ich habe die Armee einfach nochmal am Start hier. Und kleines Update aus dem Dorf hier. Ihr seht das, ich habe nur noch einen Bauarbeiter frei. Ich war ein bisschen fleißig. Also alle Bobs hier sind hier schön am Machen. An meiner sogenannten Point Dev. Das heißt also Tesla, Kanone und zweimal die Bogenschützentürme. Und entgegen aller Prognosen habe ich hier doch die Riesen angestoßen. Ich habe die Riesen den Babydrachen vorgezogen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt in Ordnung war, aber ich denke mal,
Die Babydrachen wären jetzt nicht schlecht gewesen, aber so einen Riesen nimmst du ja doch mal ganz gerne mit. Also 12 Tage noch die Riesen, mal gucken, vielleicht mache ich sie mir fertig, denn die Clanspiele sind natürlich morgen fertig und ja, mein King soll eigentlich einen hochgehen, 173.000. Ich kann ja nie sagen, ich brauche nichts mehr, denn jemand, der noch 243 Mauer machen muss, sind zu viele, ja. Ich rechne das mal eben hoch, 172 Millionen Ressourcen brauche ich da noch für. Also der kann natürlich nie sagen, ich brauche nichts mehr und ich baue die Armee einfach nochmal nach, weil sie ist eigentlich eine coole, sie ist eine wirklich coole Armee, um ein bisschen Dunkles zu farmen und ein bisschen, ja, ihr seht das, ich habe jetzt erstmal wieder eine Liga, ich will ein bisschen, ich muss ein bisschen höher und dann springen wir mal in dieses ungeliebte Dorf hier rein, also hier quäle ich mich, das gibt's gar nicht und ich brauche noch 2 Gebäude updaten, nämlich diese beiden Luftabwehren hier, dann müsste ich ja eigentlich durch sein, Juwelenmine noch, okay, die können wir uns schenken. Und da müsste ich eigentlich durch sein. Aber mit den, also die 3 Angriffe hier, ich quäle mich. Ich quäle mich wirklich hier durch. Denn wenn ich so einen Doppelschlot hier sehe, wie das Rathaus hier, ich nenne das immer Doppelschlot. Und ich zähle jetzt mal die Lager. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lager. Verloren. hätte ich fast mal gesagt. Ein guter Angreifer, der packt mich hier immer. Aber ich habe so ein bisschen, ja, eigentlich habe ich meine Lufttruppen ja jetzt. Jetzt erstmal, schön, dass wir da schon mal, na, kriegen wir hier noch mehr Fallen? Nein, oder? Da kriegen wir hier nicht noch mehr Fallen. Also ich habe jetzt erstmal meine Lufttruppen gelevelt, das habt ihr ja gesehen. Ich habe die, nochmal so ein doofer Tesla hier, okay. Und noch eine Falle, Alter, der hat ja alles draußen. Hat ja nichts mehr hier drin, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir hier jetzt auch reingehen. Und dann ziehen wir hier die Karre mal nochmal nach. Und ja, das ist, also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich hatte ja jetzt erst Lufttruppen gemacht. Das heißt, ich habe die Dropships, also die Skelettballons gelevelt und level jetzt auf 14 die Lakaien. Oh, jetzt muss er sich hier durch diese Mauer prügeln. Wenigstens noch ein paar mit reingehen. Jetzt ist meine Kampfmaschine ist jetzt eh Geschichte. Und echt wenig Prozent. Mal sehen, die Kanone. Ja, jedes Mal, wenn die Kanone natürlich das erste Mal weggeht und in ihren Last Stand geht, dann dreht die sich nochmal. Okay, 42%. Also ich quäle mich hier echt, diese 3 Siege hier irgendwie immer hinzukriegen, um den Bonus wenigstens noch zu kriegen. Ich bin sowieso pokalmäßig echt jenseits von Gut und Böse. Und ja, es ist sehr, sehr schwer hier. Finde ich sehr, sehr schwer. Ich denke, ich werde als nächstes hier auch die Kanonenkarre machen. Ja, ich habe jetzt erstmal die Lakaien zu den Dropships auf Max Level für BH7 gemacht. Naja, es geht ein bisschen voran hier, aber eher schleppend oder eher recht als schlecht. Okay, bevor wir uns das Ergebnis angucken, gucke ich mir aber mal jemanden an. Mal wieder aus meiner Tech-Liste hier. Müsste ich was in meiner Zwischenablage haben? Jawohl. Es ist der Leo. Der Leo hat mir vor Wochen geschrieben. Toto, kannst du mal meine Base schauen? Ich will wissen, was ich noch verbessern muss. Ich glaube, da war er aber noch ein Rathaus 7, denn er ist jetzt ein Rathaus 8. Ich denke mal, ich liege mal wieder genau richtig, indem ich sage, er ist gar nicht, noch gar nicht mal allzu lange Rathaus 8. Ich denke, das Rathaus sieht auch genauso aus. Jawohl, sieht aber super aus. Sieht gut aus hier. War ein Max RH7, wunderbar gemacht und hat jetzt auch schon die Luftabwehren vor allen Dingen als erstes auf 6 gebracht. Daumen hoch dafür, keine Frage. Wunderbar, ist genau mein Ding. Erstmal die Luftabwehr hoch und 200 Truppen hat er sowieso, so wie ich das sehe. Was hat 199, was hat er denn hier am Start? Ah, okay, bunter Truppenmix, okay. Aber nicht schlecht. Und klar, was soll ich sagen, du kannst alles verbessern an deiner Base hier. Denke ich mal, geht natürlich noch reichlich und hat schon ganz schön viel Mauer gemacht hier. Fleißiges Leasing hier. Der Leo vom Clan Dancing Bad X, ein Clan Level 14. Ah, super Sache. Und ja, geht auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Liga ist ja gerade erst angefangen und keine Attacke gewonnen, nichts received, nichts gewonnen, nichts verloren, aber ich glaube, er ist aktiv, denn das muss ja mal jemand hier abholen. Die Base liegt nicht auf dem Rücken, also sie ist auch nicht angegriffen worden und hat verloren. Also ich denke mal, noch semi-aktiv hat sie erstmal eine Liga geholt, aber ich weiß nicht, wenn man sich eine Liga holt, ob da nicht der Sieg schon
eingefahren wird. Also sieht gut aus hier, Leo. Hast du gut gemacht und viel Spaß weiterhin in deinem Dorf mit Rathaus Level 8. Ist auch ein cooler Level, Rathaus Level 8. Jetzt gucke ich mal, das war jetzt hier mein erster Kampf. Ja, seht ihr? Das war ja eben mein erster Kampf und hier steht immer noch eine 0. Also der wird noch nicht in die Attacks 1 gewertet. Deswegen denke ich mal, war das beim Leo genauso. Er hat also eine Attacke gemacht. Dann steht hier immer noch eine 0. Und jetzt gucken wir, wir gucken mal eben ins dunkle Dorf rein. Oh, okay, kein Helden dabei gehabt, aber 15er, Alter, das geht ja gar nicht. Ich meine, okay, meine Base ist natürlich jetzt auch mit nichts mehr für Bodentruppen im Update. Wir gucken mal, was er gemacht hat, gucken wir mal eben in doppelter Geschwindigkeit, denn ich will ja nochmal mit diesen Erd- und Lufttruppen angreifen, also ich weiß nicht, wie ihr mal farmt. Ich wechsle ja gerne mal meine Truppen, das wisst ihr auch. Ich kann auch nicht 13 Tage Kobold farmen und kann euch das antun. Das wäre genauso schlimm wie 5 Wochen Queenborg. Ich meine, den kannst du immer machen, damit holst du immer Dunkles, aber boah, es ist auch ermüdend. Und ich habe ihn jetzt natürlich mal wieder ein bisschen ausgepackt, weil er einfach so ein bisschen zur Armee passt. Aber die Truppe gefällt mir ganz gut. Sie kostet natürlich richtig Elex. Vor allen Dingen, wenn man alle Zauber verbraucht, kostet die, glaube ich, über 430.000 Elex. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Was hat denn der hier gemacht? Ah, deswegen hat das wieder so lange gedauert. Ich müsste jetzt eigentlich hier die achtfache Geschwindigkeit haben. Ich habe mich schon wieder gewundert, wieso dauert dieser Angriff wieder so lange. Ah, da ist das wieder so ein Sniper-Typ. Jetzt versucht er hier noch ein bisschen was reinzukommen, ein bisschen was zu clearen hier, okay. Und Tesla kriegt er noch weg. Oh, ist das... Leute... Das, macht ihr das auch? Ich meine, er hat jetzt noch Truppen über. Der kam mit der Zeit nicht hin. Okay. Dann soll er das mal machen. Ich denke, wir suchen uns hier noch einen Gegner. Denn unser King soll auf 42 laufen. Und wir brauchen, jetzt hätte ich fast gesagt, wir brauchen ja nur noch Dunkles. Nein, wir brauchen natürlich nicht nur noch Dunkles, wir brauchen alles. Ja, ich habe ja eben gesagt, 243 Mauern muss ich auch machen. Und... ja, so einen. Ich nehme so einen immer gerne mit. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil meine Helden dann in der Regel hier ganz, ganz wenig Schaden kriegen. Und ich kann sie gleich nochmal einsetzen. Also die 400.000 oder 459.000 an Gold hier in so einer leichten Base hier. Die nehmen wir erstmal mit. Ich muss erstmal eine etwas bessere Base haben. Beziehungsweise, damit ich wieder ein bisschen höher in der Liga komme. Ah, jetzt tänzeln hier unten zwei Helden rum. Wie kriege ich die denn jetzt weg? Wie kriege ich die denn jetzt mal am besten weg hier mit drei Riesen und zwei? Meint er, das geht? Ach nee, das muss meine Queen. Oh, das muss meine Queen rocken. Oh, Level 2 Queen. Okay, ein Schuss tot. Aber hier kriegen jetzt schon meine Heiler hier ein bisschen Lack. Das ist natürlich doof. Da müssen wir hier jetzt doch mal mit denen hier losgehen. Wir schicken mal ein paar Miner hier auf die Reise und ein paar Mauerbrecher, dass das hier jetzt mal in die Base reingeht. Zumindest für einen Teil hier. Und dann warten wir mal ein bisschen ab. Ich kann eigentlich mal meine Clanburg setzen. Komm, dann holen wir uns gleich mal eine neue Clanburg. Dann holen wir uns neue Clanburg. Und ich würde sagen 1, 2, 3, 4. Oh nein. Die Luftabwehr da muss weg. Komm. Die Luftabwehr muss weg. 1, 2, 3, 4. Und die ganzen Bowler hier hintergesetzt. So, jetzt geht das hier schon mal in die Base rein. Was ist das für ein Inferno da? Ey, wieso kriegt mein Borden so viel Beschuss hier? Mist. Und die Queen... ja, komm, geh mal ein kleines Stück nach vorne. Super. Okay, die Queen geht ein kleines Stück nach vorne. Was kommen da jetzt? Okay, da kommen ein paar Fallen raus. Das ist noch in Ordnung. Und das sieht entspannt aus. Das sieht alles entspannt aus. Und ich brauche wieder nicht alle Zauber nehmen. Das ist vor allen Dingen das Gute. Jetzt habe ich gleich natürlich einen Sprung über. Mal sehen, wie ich den einsetze. Aber die Armee gefällt mir richtig gut hier. Und hat der Biker gut gemacht. Guter Tipp. Ich meine, gut, die Loons gehen jetzt natürlich drauf. Da war jetzt auch kein Bogenschützenturm mehr, wo die Loons drauf müssen. Aber ihr seht das hier, bis auf den Warden ist meine Armee jetzt gleich schon wieder voll dabei. Ja, das waren nette Ressourcen. Mein Gott. Also coole Truppe hier. Muss ich mal so sagen. Was haben wir hier jetzt eigentlich? Jetzt müsste eigentlich ein Wut kommen. Ja, passt. Passt noch. Nehmen wir hier wieder ein Wut mit einem Heil. Ah ne, zwei Heil. Und dann baue ich die, ja, ich baue gleich so eine ähnliche Truppe, glaube ich, nochmal nach. 1, 2, 3, 4. So sieht das aus. Ah ja, Packer habe ich. Ein Packer, komm, den nehmen wir mit hier. Ich habe mal einen Packer am Start und ich baue mal so ein paar andere Truppen hier. Ja, ich verbrauche jetzt natürlich ein bisschen Dunkles. Gehört halt immer dazu.
Dann machen wir das mal so. Jo. Das sieht gut aus. Also kleines Status-Update hier. Erd-Lufttruppen. Richtig nett. Und komm, wir gönnen uns einen noch hier. Ich zeige euch ja immer ganz wenig von mir aus dem Nachtdorf. Ist einfach so, weil... Oh, der hat das Ding hier im Ausbau. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn er das im Ausbau hat. Und na, die Kanone ist da. Ich komme auch immer ganz gerne. Zwei Luftabwehren da, Tonne da. Boah. Naja, wir können mal gucken, was die Jungs hier reißen, also die das hier fallen lassen. Denn die sind ja jetzt erstmal ungefährdet von dem Multimörser. So können wir die nicht stehen lassen. Jetzt muss ich die natürlich gleich verdammt schnell droppen, denn die sollen ja... Na, mal sehen. Mal sehen, ob die wirklich so gut die Lufteinheiten hier tanken können. Den machen wir mal so. Und... Wir gehen hier mal über Ecke ruhig rein. Zwei lasse ich mir mal über für hier so ganz hinten. Ein paar Prozente wegholen, mehr nicht. Mehr nicht. Und Kampfmaschine lasse ich erstmal außen vor. Mal sehen, wie viel das jetzt hier mit den Ballons und mit den Lakaien wird. Ja, die sind auf Max sicherlich noch ein bisschen besser. Aber mal sehen, ob die nicht wenigstens die Kanone jetzt schaffen. Jetzt kommt natürlich schon die Tonne. Okay, die Kanone packen die. Ja, manchmal habe ich echt Pech. Wenn ich jetzt nämlich die Kampfmaschine droppe, die wird mir jetzt nach außen laufen. Das ist doofe. Das ist das Doofe. Auch wenn ich die... Ich muss mal jetzt mal gerade gucken. Ich setze sie jetzt mal da. Oh, da geht die da auf die Mauer. Okay. Okay, da geht's auf die Mauer drauf. Aber mal sehen, durch welches Eck die jetzt geht. Ob die jetzt auf den Megatesla geht. Ich meine, wenn sie dahin geht, geht sie erst auf die Luftabwehr dann. Aha. Und die kleine Kanone schießt ja auch noch von der Seite. Naja. Da wird meine Kampfmaschine natürlich... Vielleicht geht sie doch noch rein. Mal gucken. Aber ich kriege natürlich jetzt auch viel Feuer. Und... Oh doch. Na, sie geht da noch drauf. Komm. Wie viel haben wir denn da noch? Oh, na, wieso gehst du denn jetzt erst zum Brutzler, Mann? Was war denn das nähere Gebäude? Der Brutzler oder das Rathaus? Beziehungsweise die Meisterhütte. Meine Herren, ey. Naja. Toto regt sich schon wieder aus und gewinnt ja trotzdem hier. Ich muss hier nochmal reingucken. War das einer mit 8 Lager? Ich kann es noch nicht ganz abschätzen. Mal sehen. 1, 2, 3 mit 6 Lager. Schuldig, nicht mit 8. Jo, hat er. Okay. Boah. Das schüttelt mich immer hier im Nachtdorf. Okay, ihr habt aber ein kleines Status-Update. Ich habe meine Stimme wieder. Ihr habt eine coole Truppenkombi gesehen. Ich blende euch die nochmal ein. Also, wer hier in den hohen Bereichen so farmt. Ich habe jetzt einen Zauber nicht genommen. 417.000 Elex, aber nur 155 Dunkles. Das ist das Gute daran. Und ist eine coole Truppe. Mal sehen, wie ich die noch weiter einsetzen will. Ihr werdet auf jeden Fall von mir weiter hören. Auch was Stream angeht, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie einbauen. Ich habe nämlich Bock. Ich habe extra an meiner Streaming-Software so schöne Sachen reingebastelt. Für euch, für mich und für uns alle. Bis dahin, Clash on. Euer Toto. Clash on.